Hallo meine Lieben, eine weitere Quick-Info für euch. Heute geht es mal um das Thema Nahrungsergänzung. Ein breites Feld, jeden Tag kommen neue, jeden Tag kriegt man neue Mails, Informationen über wieder ein neues Wundermittel. Aber oftmals sind die Wunder gar nicht so wundersam, denn wenn man schaut, was ist in den Sachen drin, wie ist der Zustand der Menschen, gibt es natürlich vielfältige Wirkungen, aber man kann auch überdosieren oder falsch kombinieren. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich Ihnen ein Produkt vorgestellt. Bei mir in der Sendung war der Joe Meinberg und hat von einem Föhn gesprochen. Dann habe ich immer gedacht, nein, ich föhne meine Haare nicht, die werden von alleine trocken. Und was soll das auch mit meiner Nahrung zu tun hat? Ja, Föhn ist die Abkürzung für dieses sensationelle pflanzliche Lebensmittel, zugelassen für den Leistungssport. Also, die Inhaltsstoffe dürfen auch Leistungssportler nehmen, sind nicht auf der Dopingtabelle. Dieses Produkt ist ein reines Naturprodukt. Ich hole mal eins raus. Es ist eine Kugel und wie nimmt man es? Steht drauf, man pittelt sich immer so ein Stück ab. Das ist also weich, sieht innen so bräunlich aus. Nimmt es in den Mund, verkaut es etwas und lässt es so lange im Mund wie geht. Warum? Wir wissen heute, viele Menschen haben bereits Probleme mit ihrem Magen und Darm. Der kann nicht mehr so viel aufnehmen. Ergo, nutzen Sie Ihre Schleimhäute. Hier. Und wenn Sie es so lange im Mund haben wie möglich, nehmen schon die Schleimhäute die ganzen fantastischen Inhaltsstoffe auf. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die haben die Sendung gesehen, die haben das Produkt sich geholt und haben ihre ersten eigenen Erfahrungen gemacht. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen. Was für Erfahrungen gibt's? Merkt man überhaupt einen Unterschied, physisch oder psychisch, wenn man so ein Produkt wie Föhn zu sich nimmt? Und was verändert sich dann? Ist es merkbar oder ist es vielleicht nur nachweisbar durch bessere Blutwerte oder? Ich habe am Internettelefon eine Dame, die wollen wir jetzt mal fragen, welche Erfahrungen sie mit Föhn gemacht hat. Am Internettelefon habe ich die Susanne. Hallo Susanne. Hallo Norbert. Susanne, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, deine Erfahrungen uns mitzuteilen. Meine erste Frage ist natürlich immer, wie bist du denn zu Föhn gekommen? Wie hast du es kennengelernt? Durch deine Sendung. Klar, wie sonst. Und was hat dich denn überzeugt, das Produkt zu kaufen und zu probieren? Es war erstmal überhaupt, wie es erklärt wurde, und das hat mich sehr neugierig gemacht. Und dadurch wollte ich das gerne ausprobieren. Okay, gesagt, getan. Du hast es ausprobiert. Wie lange nimmst du es jetzt? Moment, ist die Sendung war, dann habe ich es bestellt. Dann hat es gefühlt etwas länger gedauert, bis es angekommen ist. Und habe dann, naja, gut gedacht, jetzt ist es endlich da und dann probiere ich es auch. Und seitdem nehme ich es, also es waren gefühlte 10 Tage nach der Sendung, war das Produkt dann da, habe es ausprobiert und das Warten hat sich definitiv gelohnt. Wenn du das Produkt nimmst, was hast du denn so als direkte Reaktionen, wo du weißt, bevor ich das Produkt genommen habe, war das nicht so? Seit ich das Produkt nehme, hat sich das verändert. Was war bei dir spürbar? Also die Konzentration tagsüber, eine unglaubliche Konzentration auf die Dinge, die ich mache. Am Abend ganz extrem. Ich bin beim Autofahren in der Nacht, wie viele, nachtblind. Und das hat mich positiv verändert. Ich sehe abends wieder Scheinwerfer und keine Feuerbälle auf mich zukommen, wenn ich Auto fahre. Das hat sich verändert. Und wie gesagt, die Konzentration tagsüber, das ist enorm. Also deine Konzentrationsfähigkeit, nachts schlafen, hast du da eine Veränderung? Ja, ich schlafe wieder durch. Ich hatte sehr starke Schlafprobleme und schlafe wieder durch. Und erst seit du das Föhn nimmst? Ja, ja. Ich habe 7 Jahre Schlafstörungen gehabt, viele Jahre, ganz viele. Das ist ja auch eine Geschichte, die ich jetzt zweimal auch über das Telefon erfahren habe. Bei mir kann ich nichts merken, ich schlafe immer gut. Also ich nehme zwar Föhn auch, aber da ich mich sehr, sehr fit halte schon seit Jahren und auch sehr darauf achte, was in meinen Körper kommt, also was ich trinke und was ich esse,
ist es bei mir so, dass ich grundsätzlich schon sehr fit bin. Und wie gesagt, ich war, glaube ich, 35 Jahre nicht mehr krank. Warum? Weil ich auf mich achte. Und da merke ich natürlich nicht so grob die Unterschiede. Und dann ist es immer ganz toll, wenn Zuschauer sich bereit erklären, mit mir zu sprechen und auch zu sagen, das habe ich erfahren. Dann habe ich in deinem Schreiben, du hast, glaube ich, dem Joe Meinberg auch einen Erfahrungsbericht geschickt. Richtig. Und da steht drin, dass du auch mit dem Bein so ein Problem hattest. Was ist denn da? Was ist denn da passiert und was hat sich verändert? Also, ich habe das Restless Leg Syndrom, ruhelose Beine, sagt man. Ja. Und das habe ich viele, viele Jahre, musste auch ein starkes Medikament dagegen nehmen, weil sobald meine Beine zur Ruhe kommen, fangen die an zu schmerzen. Das ist ein Nervenschmerz. Okay. Das ist ein Medikament, was auch ja, Parkinson-Erkrankte zusätzlich nehmen müssen. Und das ist natürlich nicht so schön, wenn man so ein Medikament nehmen muss über viele Jahre. Ja. Und ich habe abends, gleich am ersten Abend im Prinzip, festgestellt, dass mir die Beine nicht wehgetan haben. Dieser Nervenschmerz fing nicht an, als ich zur Ruhe kam und habe dann auch dieses Medikament weggelassen. Nehme es seitdem auch nicht mehr. Und die Schmerzen sind weg? Ich habe diese ruhenlosen Beine nicht mehr. Also das ist ja ganz faszinierend und das ist natürlich vielleicht auch ein Tipp für andere Menschen, die die gleiche Problematik haben, dieses, wie heißt das, Restless Legs. Ah ja, genau, Restless, ruhelose Beine, genau. Dieses Syndrom haben und können das auch mal probieren, wobei ich immer sage, Vorsicht mit den Medikamenten absetzen. Das müssen Sie selbst entscheiden oder zur Sicherheit mit dem Arzt mal abstimmen. Nicht, dass es eine schlimme Konsequenz für Sie hat. Das wollen wir natürlich nicht. Aber wir haben jetzt von der Susanne gehört, bei ihr ging's und sie hat auch. Wie lange nimmst du die Tabletten jetzt nicht mehr? Die Tabletten nehme ich jetzt seitdem im Prinzip mit der ersten Kugel. Und Das ist wie lange ist das her? Wie viele Tage? Woche? 2 Wochen? 3 Wochen? gute 3, 4 Wochen, ja, seitdem ich Wow. die Föhn nehme, ja. Und seitdem nicht mehr aufgetreten, keine Schmerzen Nein. mehr. Das ist ja Nein. faszinierend. Also dann wünschen wir dir, Susanne, dass es natürlich so weitergeht und die Erfahrungen, die du bisher mit Föhn gemacht hast, würden die dich dazu bewegen, dieses Produkt auch weiter zu empfehlen? Definitiv, absolut. Weil es hat auch noch einen wunderbaren Nebeneffekt. Ich habe in der Zeit 4 Kilo abgenommen. Oh, das hat aber ganz normal weitergegessen, wie du es normal auch isst. Bei ganz normaler Ernährung, genau. Keine Umstellung, sondern ganz automatisch. Naja, das hat ja dann noch einen positiven Zusatzeffekt. Und wenn das so bleibt, also wenn man da nicht diesen Domino-Effekt hat, dass danach das alles wieder dazukommt, ist es fantastisch. Vielen, vielen Dank, Susanne, für deine Zeit und das Interview, dass die Menschen auch wissen, wie das wirkt bei Menschen, die das ganz normal nehmen. Herzlichen Dank und alles Gute dir. Danke, ebenso. Ciao, ciao, Susanne. Ciao, ciao. Ja, dann haben wir natürlich, liebe Zuschauer, auch noch andere Feedbacks bekommen, schriftlich. Hier schreibt zum Beispiel die Frau Andrea Z. Als erstes möchte ich Ihnen aber meine allgemeinen Verbesserungen beschreiben. Föhn nehme ich übrigens seit 15 Tagen. Die erste und auffälligste Veränderung ist, dass ich einfach wach bin. Meine Dauermüdigkeit, die ich gefühlt schon immer hatte, ist weg. Auch meine Verdauung verbessert sich von Tag zu Tag. Außerdem bin ich gelassener, fühle mich einfach gut gelaunt und rundherum wohl. Beim Yoga sind meine Bewegungen geschmeidiger und in einigen Körperhaltungen komme ich besser und tiefer. In der Meditation habe ich schon am ersten Morgen, als ich Föhn genommen habe, eine deutliche Veränderung erlebt. Ich sonst durch meine allgemeine Grundmüdigkeit so gut wie jeden Morgen immer mal wieder kurz eingenickt bin. Gott sei Dank bin ich aber nie von einem Meditationskissen gepurzelt. Auch schon am ersten Morgen war ich während der Meditation hellwach. Das ist auch juhu so geblieben. Ferner bin ich mittlerweile bereits an 3 Morgen in tiefer Meditationszustände gelangt. Heute Morgen hatte ich zwar etwas Mühe, meine Gedanken zur Ruhe zu bringen, was durchaus mal passieren kann, aber wenn ich es geschafft hatte, erfüllte mich eine heitere Gelassenheit. Diese heitere Gelassenheit habe ich so noch nie erfahren und einfach ist sie nur wunderschön. Ich erwarte jetzt nicht, dass das jedes Mal so ist. Jede Meditation verläuft anders, da man schließlich auch jedes Mal in einer anderen Verfassung ist. Ich bin also völlig von Föhn begeistert und gespannt, wo mich die Reise mit Föhn noch hinführt. Also,
Klingt ja fast wie ein Wundermittel, aber wir wissen, A, es gibt keine Wunder und B, jeder Mensch ist ein Individuum. Das heißt, diese Aussagen, die Sie hier hören, sind immer nur subjektiv zu betrachten, denn jeder Mensch ernährt sich anders, lebt anders, hat ein anderes Gefühlsleben, hat ein anderes Beziehungsleben, hat andere Voraussetzungen. Also probieren Sie aus und beobachten Sie sich. Ich möchte noch mal da hinten drauf schauen. Sie haben eben schon gesagt, pflanzliches Lebensmittel zugelassen für den Leistungssport. Was sind denn die Zutaten? Und wenn Sie das hören, wird Ihnen natürlich sofort klar, warum dieses Produkt so eine immense Wirkung hat. Es sind drin Datteln, Guarana, Matcha, das ist der japanische Grüntee, Tet, Zwerghirse gemahlen, Ceylon-Zimt, Buchweizen gekeimt, Traubenkernöl, Matcha, das ist das peruanische Ginseng, Moringa, Oliveira, kennen unsere Zuschauer, die Tigerwurzel, der sibirische Ginseng, Tulsi, dann haben wir drin Rohkakao, ungeröstet, Rosmarin, Ashwagandha, Pfeffer, Föhn, Pflanzen- und Kräutermischung, ohne Zutaten von Konservierung, Säuerungsmittel und Farbstoffe. Föhn enthält natürliches pflanzliches Koffein, daher für Kinder unter 12 Jahren, Schwangere und Stillende nicht geeignet. Föhn kann Spuren von Nüssen oder Schalentieren enthalten. Und dann sind da noch die einzelnen Nährwerte pro 100 Kilogramm drauf, die Verzehrempfehlung ist drauf, die Verpackung ist aus recycelbarem Reispapier und ist wieder verschließbar. Da hat man richtig was gedacht. Mir gefällt das sehr gut mit diesem Produkt. Auch ich teste es im Moment und nehme es. Und da ich, wie gesagt, immer darauf achte, was ich esse und trinke, spüre ich nicht so starke Veränderungen. Aber ich sehe ja meine Mitmenschen, die nicht meine Informationen haben, die nicht über die Möglichkeit verfügen, so viele Produkte und Möglichkeiten zu testen und zu sehen, was im Körper wie wirkt. Und natürlich geht die Gesundheit über viele Ebenen. Aber was war mir wichtig? Dieses Produkt, wenn es auf so einfache Art dem Menschen helfen kann, und das kann man zusammenfalten und ist flach, geht in jede Handtasche, in jede Aktentasche, in jeden Aktenkoffer rein. Auf dem Schreibtisch kann diese Kugel neben mir liegen und Sie sehen, selbst beim Moderieren würde es kein Problem machen, wenn ich mir das Stück in die Backe stecke. Und wenn mein Gast dann etwas sagt und ich etwas drauf herumkaue, natürlich würde ich das nicht unbedingt bei der Sendung machen. Ich habe ja natürlich auch noch Zeit drumherum. Jetzt möchte ich Ihnen noch Folgendes vorlesen. Und zwar hat mir hier geschrieben die Gerlinde, Erfahrungsbericht zu Föhn. Mit Föhn hat sich meine psychische Verfassung verbessert. Ich bin nervlich stabiler und meine Gedanken sind klarer. Meine Leistungsfähigkeit hat sich um ein Vielfaches verbessert und ich bin ausgeglichener, selbstbewusster und entspannter, einfach cooler. Nachts kann ich wieder durchschlafen, tagsüber bin ich viel konzentrierter bei der Arbeit. Heißhungerattacken habe ich dank Föhn auch nicht mehr, mit dem Ergebnis, ich habe 3 Kilo abgenommen. Da hat mir auch eine Kollegin gesagt, die hier im Center agiert und die das auch probiert. Sie hat früher immer gern Schoki gegessen, so zwischendurch. Kennen wir ja diese kleinen Täfelchen, schub, schub, damals zum Kaffee eins und nochmal eins. Zucker ist natürlich der Horror für unseren Körper. Ergo, seit sie Föhn nimmt, hat sie keinen Bock mehr auf Schokolade. Ist das nicht eine coole Nummer? Und sie fühlt sich auch leistungsfähiger, weil Zucker ist natürlich ein Stoff, der gespalten werden muss, der unsere Bauchspeicheldrüse belastet, Insulin und so weiter und so weiter. Sollten sie möglichst reduzieren. Da haben wir jetzt gesehen, dass es auch in dem Bereich des Abnehmens anscheinend funktioniert. Aber wie gesagt, ich will gar nicht abnehmen. Alles ist gut, bin zufrieden mit allem. Ich möchte jetzt noch mal Folgendes machen. Der Joe Meinberg, der dieses tolle Produkt auf den Markt gebracht hat, den möchte ich gerne noch mal fragen, ob er jetzt ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Und vor allen Dingen, was mich noch mal interessiert, wir agieren ja auch mit vielen Sportlern und die kommen immer wieder auf uns zu und fragen uns natürlich, was wir wissen über zugelassene Nahrungsergänzungen. Denn man muss sehen, manchmal sind Stoffe, die in Nahrungsergänzungen drin sind, auch wenn sie natürlich sind, auf der Dopingliste, weil sie auch dazu bewirken können, dass eine Leistungssteigerung eintritt, die ohne das Produkt nicht eingetreten wäre. Und dann ist es ja eine Veränderung. Ergo muss jeder Hersteller, auch wenn er natürliche Dinge macht, das in einer speziellen Prüfungsstelle prüfen lassen. Und die stellen dann fest, ob das
Doping ist oder ob es natürliche Ergebnisse aus den Inhaltsstoffen der Nahrungsergänzung sind. Dann frage ich mal die Regie, haben wir denn Joe in der Leitung? Jawohl, er ist verbunden. Hallo Joe Meinberg, du kannst mich hören? Jawohl. Joe, grüße dich. Schön, dass du die Zeit hast, mit mir kurz zu sprechen. Ich hatte eben via Skype eine Dame dran und zwei Erfahrungsberichte hier von Menschen, die Föhn konsumieren. Und wie gesagt, was für mich ganz erstaunlich war, was sie für Ergebnisse haben. Drei Dinge sind hervorgetreten und meine Frage ist, ist das eine allgemeine Reaktion oder war die sehr spezifisch? Das eine als Reaktion seit der Föhneinnahme war, sie sind sehr konzentriert. Das zweite, sie schlafen sehr gut. Und das dritte war sogar in zwei Fällen, dass eine Dame hat 4 Kilogramm abgenommen und die andere Dame hat 3 Kilogramm abgenommen und das innerhalb 3 Wochen. Ist das häufiger so? Kennst du solche Ergebnisse und welche Ergebnisse kennst du noch aus der Konsumation von Föhn? Also grundsätzlich überrascht uns das gar nicht, was wir da jetzt als Feedback gerade von dir hören. Hintergrund ist das, wir merken immer mehr, dass Föhn genau ausgelegt ist in puncto Konzentration. Das ist einer der Schwerpunkte von Föhn. Und zwar vor dem Hintergrund, in Föhn sind ja Pflanzenstoffe drin, Pflanzenkraft ist drin. Und eine besondere Pflanzenkraft, die drin ist zum Beispiel, das ist Brahmi. Und Brahmi ist dazu geeignet, über den AMPK-Modus in der Zelle die Amygdala und dann die Hirnanhangdrüse positiv zu beeinflussen, so dass wir besser in die Fokussierung kommen und dass wir auch besser in die Konzentration kommen. Aha. Das ist das eine. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil uns fehlt ja diese Konzentration im Alltag. Wir brauchen, ob ich jetzt auf den Monitor schaue, ob ich als Chirurg operiere, ob ich als Handwerker tätig bin, ob ich im Haushalt bin, ob ich im Büro bin, es spielt gar keine Rolle in einem Meeting. Ich muss mich konzentrieren können. Mein Gehirn muss funktionieren. Absolut. Und das ist völlig konträr zu betrachten zu dem Thema Energie. Energie alleine bringt überhaupt nichts. Was wir brauchen im Alltag ist die Konzentration. Wir merken, wir lassen im Gehirn nach, wir haben nicht mehr diese Leistungsfähigkeit, auch punkto Gedächtnis. Und mit Föhn kommt diese Konzentration wieder zurück. Dann haben das wir ist ja das eine. Joe, dann haben wir ja genau das am Tag, was sich dann natürlich logisch auf die Nacht umsetzt. Wann bist du gut konzentriert? Wenn du gut geschlafen hast. Und so was, ist es. Das was ist macht genau. Was macht denn bei Föhn das aus, dass die Menschen, also alle drei haben wir gesagt, seit sie Föhn nehmen, schlafen sie richtig tief und gut? Also was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang, dass Föhn auch dazu beiträgt, dass wir in unserer Psyche ausgeglichen sind. Und das ist etwas, ja, ich möchte wirklich sagen, was fast einzigartig ist. Schauen wir uns beispielsweise die ganzen Burnout-Patienten an. Schauen wir uns die ganzen Menschen an, die psychisch belastet sind. Welche Möglichkeit haben die, in eine Ausgeglichenheit zu kommen? Nur noch medikamentös, mit ganz, ganz schlimmen Nebenwirkungen. Aber pflanzlich hilft ihnen da in der Regel nicht, wenn es wirklich um Probleme geht. Und da ist es bei Föhn anders. Föhn hilft Menschen, in diese Ausgeglichenheit zu kommen. Und das merken wir immer wieder. Und das hat damit zu tun, dass bestimmte Pflanzenstoffe in Föhn die Signalweiterleitung innerhalb der Zellen optimieren. Zwischen den Nervenzellen haben wir sozusagen Probleme im Normalfall. Da sind wir belastet durch alles Mögliche. Wir haben unsere Zellen belastet durch Umweltgifte, durch falsche Ernährung, durch Stress, durch Strahlung, durch alles Mögliche. Und Signalweiterleitung, also man sagt Signaltransduktion, funktioniert nicht mehr. Und je gestörter diese Signalweiterleitung ist, das weiß man heute, das ist wissenschaftlich belegt, umso größer sind auch die psychischen Störungen. Also Depression als Beispiel. Ein Hintergrund der Depression ist, dass zwischen zwei Nervenzellen gar nichts mehr funktioniert in der Weiterleitung. Das ist natürlich sehr spannend. Entschuldigung, Joe, wenn ich dich unterbreche. Ja,
Ja. Schlafen, konzentrieren, zwei wichtige Bestandteile in unserem Leben. Ja. Aber was ich dann immer wieder mich wundert, wo kommt denn der Nebeneffekt her, dass die Leute plötzlich abnehmen? Mir sagte eine Kollegin, die hier im Sender arbeitet und das auch nimmt, dass sie plötzlich keine Lust mehr auf Süßes hat. Wo ist der Zusammenhang? Das ist etwas, wo, glaube ich, die Leute anfangen, mit Föhn komplett umdenken zu müssen. Menschen, die abnehmen, meinen immer, es geht darum, jetzt gezielt sich vorzunehmen, ich möchte abnehmen. Das funktioniert in der Regel nicht. Und wir wissen alle, wir kennen alle den gefürchteten Jojo-Effekt. Egal, was ich mache und tue, vielleicht nehme ich 10 Kilo ab oder 5 Kilo und dann habe ich es wieder 2-3 Monate später wieder drauf. Und wenn es schlecht läuft, sogar noch mehr. Was wir lernen müssen, und da ist Föhn ein Automatismus, wie es einfacher gar nicht mehr geht. Wir müssen nicht unseren Körper nähren, wir müssen nicht unseren Bauch nähren, wir müssen unsere Zellen nähren. Wenn unsere Zellen satt sind, dann signalisieren sie uns, ich brauche nicht mehr mehr. Solange unsere Zellen hungrig sind, weil wir vor inhaltsleeren Lebensmitteln stehen, weil wir Dinge zu uns nehmen, die die Zellen nicht sättigen, sondern schädigen, geht der Wunsch und der Drang nach mehr und mehr Süßem ja immer weiter. Aber wenn die Zelle mal richtig genährt ist, dann signalisiert sie uns, ich bin satt, ich brauche gar nicht mehr mehr. Und so entsteht ein ganz gesunder Abnehmeffekt, der dann auch nachhaltig ist und der dann auch andauernd ist, weil er nicht künstlich ist, sondern er ist zellulär. Das ist natürlich sehr verständlich. Danke, Joe, für die Erklärungen und auch die Bestätigung, dass das häufiger ist, dass das dauerhaft ist. Ich sagte natürlich meinen Zuschauern, drei Beispiele sind natürlich subjektiver Natur. Jeder Mensch hat eine andere Konstitution und ist individuell strukturiert. Deswegen war mir die Erfahrung von dir wichtig, ob das auch bei anderen Menschen der Fall ist, dass sie diese Reaktion haben. Joe, ich danke dir vielmals. Weiterhin viel, viel Erfolg mit dem Produkt. Ich probiere es selbst, bin ebenfalls überrascht, wie toll es mich aufstellt. Viel, viel Erfolg und herzlichen Dank für das kurze Interview. Ich bedanke mich bei dir auch, Norbert. Vielen herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, wo diese Hintergründe sind, warum Föhn so effektiv in Ihrem Körper wirkt. Und wie gesagt, ich bewege mich ja schon lange im Thema, auch mit Nahrungsergänzungen. Alle Dinge, die hier drin sind, die kenne ich persönlich, weiß auch, wo sie herkommen. Ich kenne ayurvedische Produkte, zum Beispiel dieses Ashwagandha. Das ist tausende von Jahren alt in Benutzung. Da gibt es seitenweise Beschreibungen drüber aus dem Ayurveda und aus der Naturheilkunde, wie solche Dinge funktionieren. Und meine Empfehlung an Sie, liebe Zuschauer, nutzen Sie die Kraft der Natur. Nichts ist stärker als unsere Natur, denn wir bestehen aus ihr. In diesem Sinne, Ihnen einen großen Genuss, viel Gesundheit und bis zur nächsten Quick-Info.